Diese Videoreihe ist dann für Sie interessant, wenn Sie sozusagen als Personalentwickler oder Führungskraft mit Ihren Programmen Spuren hinterlassen wollen. Im Teil 1 erfahren Sie und können dann auch mitreden, was kollegiale Beratung bei Führungskräften ganz genau ist. Sie erfahren, welchen Nutzen Ihnen die kollegiale Beratung bietet, wie Sie externe Beraterhonorare einsparen können. Sie erfahren was über das geniale Kosten-Nutzen-Verhältnis der kollegialen Beratung. Und im Teil 3 dieses ersten Moduls erfahren Sie auch das Besondere der kollegialen Beratung, warum sich die Methode auch so in der Wirtschaft etabliert hat. Und Sie kriegen eine Checkliste, so eine 1:1 Argumentationshilfe für Ihre interne Abstimmung. Und Sie haben eine Idee, was Sie oder wie Sie das vorhandene Wissen in Ihrem Unternehmen so unterstützen können, dass das Unternehmen und Sie und die Führungskräfte mehr davon profitieren. Wir haben für Sie zum Thema kollegiale Beratung noch einige Videos gedreht, zum Beispiel die goldenen Regeln der kollegialen Beratung oder die 7 Fehler, die Sie vermeiden sollten oder auch welche Themen für die kollegiale Beratung nicht geeignet sind. Ich empfehle Ihnen aber trotz allem zuerst Teil 2 dieser Videoserie anzuschauen, denn dann profitieren Sie am allermeisten. Am Ende von dem Teil 2 wissen Sie ganz genau, wie ist der Prozessverlauf und Sie kennen die einzelnen Phasen, was sich dahinter verbirgt. Sie kennen, welche Rollen es gibt und was es zu beachten gibt bei diesen Rollen. Denn das ist anders, als Sie das vielleicht von Rollenspielen kennen. Es wird keine Rolle gespielt, sondern jede Rolle hat in diesem Prozess ihre Aufgabe. Und am Ende erfahren Sie noch ergänzend, um was es geht bei dieser Selbstorganisation, damit Sie in Form dieser kollegialen Beratung auch die optimalen Ergebnisse für sich erzielen können. Was versteht man unter kollegialer Beratung? Unter kollegialer Beratung von Führungskräften versteht man, Führungskräfte in die Lage zu versetzen, sich qualifiziert miteinander effektiv zu Schlüsselthemen ihres direkten Führungsalltags zu beraten. Und das Tolle daran, dass im Ergebnis die Führungskräfte durch diesen internen Support ihre Probleme ohne externe Unterstützung selber lösen. Was ist der Nutzen? Für unsere Kunden ist die Methode deshalb so attraktiv, weil nach der Einführungsphase, wenn der Prozess etabliert ist, für die kontinuierliche Weiterqualifizierung der Führungskräfte unabhängig von jedem externen Berater keine externe Unterstützung mehr benötigt wird. Die Methode ist nicht neu. Kollegiale Beratung hat sich auch in der Wirtschaft etabliert, da, wenn man es gut macht, das Kosten-Nutzen-Verhältnis unschlagbar ist. Und jetzt interessiert Sie sicher der Nutzen auf einen Blick. Wenn Sie die kollegiale Fallberatung professionell in Ihrem Unternehmen etablieren, können Sie damit folgende Ziele unterstützen. Zum einen die inhaltliche Weiterentwicklung der Führungskräfte. Mithilfe der kollegialen Beratung lassen sich ganz konkret Probleme und Fragestellungen durch das Wissen und die Erfahrung der anderen Teilnehmer lösen. Im Sinne einer neuen Lernkultur oder organisationaler Selbstorganisation haben wir die Erfahrung gemacht, insbesondere für einen Kulturwandel in der Organisation muss dies vorgelebt werden und die Maßnahme einen Beispielcharakter haben. Zielgerichteter Austausch und Wertschöpfung von vorhandenem Wissen in Ihrem Unternehmen. Denn nur im gegenseitigen Austausch und in der konkreten Anwendung dieses Wissens liegt der eigentliche Wert. Anleitung zur kontinuierlichen Selbstreflexion der Führungskräfte. Die Reflexion konkreter beruflicher Herausforderungen gewinnt in Qualifizierungsangeboten immer mehr an Bedeutung.
Sie kennen das, Führungskräfte verhalten sich in bester Absicht. Wenn aber dann das eigene Verhalten unerwartete oder unerwünschte Wirkung hervorbringt, ist Selbstreflexion die Voraussetzung, um sein Verhaltensrepertoire zu erweitern. Es führt auch zu der methodischen Begleitung der Selbstverbesserungsprozesse. Die Lösungen werden innerhalb der eigenen Reihen von Personen gefunden, die direkt mit dem Unternehmen zu tun haben und die internen Strukturen gut kennen. Und zuletzt die Erhöhung der Selbstwirksamkeitskompetenz ihrer Führungskräfte. Ihre Führungskräfte werden durch die Methode ausgebildet, zum einen die eigene Problemlösekompetenz zu erweitern und können sich zukünftig professionell gegenseitig beraten, selbst ohne weiteren externen Berater. Und womöglich fragen Sie sich jetzt, was ist das weitere Besondere an der kollegialen Beratung? Die Besonderheit des Konzepts liegt darin, dass sich die Teilnehmer zum einen wechselseitig beraten und die Gruppe dabei eigenständig vorgeht und die Rollen nicht vergleichbar mit einem Rollenspiel, die die einzelnen Teilnehmer ausüben, die werden immer wieder neu getauscht. Doch das wichtigste Merkmal ist, dass nach dem Erlernen der Methode die Beratung ohne ausgewiesenen Beratungsexperten funktioniert. Und die Besonderheit des Konzepts liegt darin, dass sich die Teilnehmer wechselseitig beraten und die Gruppe dabei ganz eigenständig vorgeht. Jetzt interessiert Sie ganz konkret der Nutzen der kollegialen Beratung auf einen Blick. Punkt 1 ist die inhaltliche Weiterentwicklung Ihrer Führungskräfte, denn mit Hilfe der kollegialen Beratung lassen sich die konkreten Probleme und Fragestellungen durch das Wissen und die Erfahrungen der Teilnehmer lösen. Und zum Zweiten etablieren Sie eine Kultur des Miteinander- und Voneinanderlernens. Denn insbesondere für einen Kulturwandel in der Organisation muss dies vorgelebt werden und solche Maßnahmen brauchen dafür einen Beispielcharakter. Sie sorgen zudem dafür, dass das vorhandene Wissen in der Organisation auch genutzt wird. Und Sie organisieren die Selbstreflexion der Führungskräfte, für die oft im Alltag die Zeit fehlt. Und dann sorgen Sie, dass automatisch Verbesserungsprozesse in der Organisation angestoßen werden. Und Sie erhöhen die Selbstwirksamkeitskompetenz Ihrer Führungskräfte, indem die lernen, bei persönlichen Anliegen und in besonderen Herausforderungen anders mit Situationen umzugehen. Und das gesamte erworbene Wissen soll Ihren Führungskräften helfen, ihre persönlichen Handlungskompetenzen auszuweiten und im Dienste definierter Unternehmensziele zu nutzen. Sie haben jetzt gelernt, was kollegiale Beratung bei Führungskräften bedeutet, nämlich Führungskräfte in die Lage zu versetzen, sich qualifiziert miteinander effektiv zu Schlüsselthemen ihres direkten Führungsalltags zu beraten. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Denn guter Rat im Unternehmen muss nicht unbedingt teuer sein. Und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der kollegialen Beratung ist einfach unschlagbar. Schauen Sie sich jetzt den Teil 2 an, denn Sie erhalten ganz klare Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Prozessverlauf, was die einzelnen Phasen bedeuten, was die Rollen bedeuten und was es zu beachten gibt, um gute Ergebnisse zu erzielen. Und ganz zum Schluss gibt es wahrscheinlich, vielleicht auch noch ein Geschenk.